Einen wunderschönen guten, ja, was haben wir jetzt? Wir haben schon Abend. Wir sind hier in Dortmund, in der Westfalenhalle Messe Dortmund, das sieht man da hinten. Und ja, wir wollten einfach mal unseren Ghostbusters-Stand zeigen von We Are Ghostbusters. Und ja, wir haben jetzt hier so ein bisschen was aufgebaut. Man muss sagen, ist alles sehr kurzfristig gewesen und ja, auf jeden Fall können wir hier so ein bisschen euch was zeigen, was wir hier haben. Wir haben hier einen kleinen Fotopoint mit dem Marshmallow-Mann. Dann haben wir hier natürlich ein Proton-Pack. Und immer die Infos natürlich auch dazu, ne? Und dann halt hier. Ein paar Fotos von ein paar Events, die wir gemacht haben. Hier haben wir so ein bisschen Classic-Stuff. So die Ghostbusters Feuerwache aus den 80ern. Ein Ecto 1A aus Ghostbusters 2, ein Ghost Popper. Und natürlich nicht berühren. Ja, hier hinten haben wir den Gozer-Tempel. Aber diesmal in Kombination mit den Hasbro-Figuren. Den wunderschönen Slime Scoop haben wir hier. Und KOD-Meter. Ne, Gerüchte besagen, dass Dr. Peter Venkman das Gerät außerdem zum Kartoffelstampfen eingesetzt hat. Also nicht vergessen. Ja, hier kann man so ein bisschen rumblättern bei uns. Ja, dann hier noch ein bisschen Ghostbusters 2 Stuff. Wer kennt es? Ne? Kanalisation. Dann hier natürlich die Gun vom Slime Blower. Und wieder ein bisschen Schleim mit am Start. Dann haben wir hier den Slime Blow das allererste Mal mit dabei. Ghostbusters. Ja, weiter geht's. Ja, der Banner mit den deutschen Fangruppen. Alle deutschen Fangruppen soweit sind da drauf. Und natürlich möchte ich dann auch erstmal sagen, viele Grüße an alle. Wir werden versuchen, alle zu supporten und alle zu repräsentieren. Ne, es kommen ja auch immer Leute aus verschiedenen Gegenden und dann sagen wir auch immer, hey, woher, dann fragen die, hey, kann man bei euch mitmachen? Wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Sachsen kommt, dann würden wir sagen, hier, dann Anlaufstelle Ghostbusters Sachsen oder Hamburg oder Deutschland oder Berlin und es gibt ja so viel. Ne? Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen was ganz Besonderes, den Harold Ramis, Egan Spengler Kopf. Ja, sehr, sehr schön. Und natürlich haben sie irgendwelche Hobbys. Natürlich. Und dann haben wir hier natürlich so ein bisschen Zeug. Ne? So ein bisschen ist nichts. Also ist schon, ja, ja. Natürlich machen wir auch ein paar Tests mit den Leuten. Hier hat auf jeden Fall jemand seinen Kaffee stehen lassen. Das ist nicht so gut. Und ja. Ein paar Props natürlich, eine Falle, können die Leute auch ausprobieren, raucht auch so ein bisschen. Wir zeigen hier so ein paar Folgen von The Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters und ein paar Videos von uns. Ja, und, oh, da ist was umgefallen. Ja, und das hier ist so unser Stand für die Comic-Con, German Comic-Con Dortmund Sommeredition. Und ja, die findet jetzt morgen und übermorgen statt. Es war sehr spontan, dass wir auch mitmachen, aber wir haben hier so ein bisschen was aufgebaut und wir hoffen, es gefällt euch. Ganz liebe Grüße an die ganze Community und kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.